Chakas Ruf ist der eines entarteten Ungeheuers, dessen Eroberungswut keine Grenzen kennt. Er hat sein Land in ein einziges Schlachtfeld verwandelt. Er setzt sich rücksichtslos über althergebrachtes Brauchtum und Gefühle hinweg. Er treibt den Vater gegen den Sohn gegen den Bruder in einem Chaos von unbeschreiblichem Ausmaß. 60.000 wild gewordene Solo-Krieger. Im Begriff, diese Kolonie anzugreifen. Und was bekomme ich von unserer Krone, um zu verhindern, dass sie alle Männer, Frauen und Kinder vernichten, die ihnen in den Weg kommen? Ein Fetzen Papier. Hier ist Mut gefragt, Worthing, nicht Patriotismus. Mut muss man sich immer etwas kosten lassen. Und in diesem Fall wird eben in Elfenbein bezahlt. Mein Ziel ist es, Beziehungen zu Shaka Zulu aufzunehmen und zwischen ihm und der Krone eine Allianz zu vermitteln. Allianzen kann man nur zwischen zivilisierten Völkern abschließen, nicht mit Wilden. Hüte dich vor ihnen, Baba. Der Mensch, der die schwarze Magie beherrschen will, wird oft selber von der schwarzen Magie beherrscht. Du sagst vergeben? Wie kann man ein Volk regieren mit einer so dummen Strategie? Feuer! Unsere aller Namen werden in die Geschichte eingehen. Tja, in wessen Geschichte? In unsere? Oder die von denen?